Hallöchen, Popöchen, willkommen bei meinem neuen Let's Play Minecraft. Ich fange hier heute an, meine eigenen Let's Plays zu machen und ich hoffe, es gefällt euch. Also wir fangen jetzt schon mal mit einer vorgegebenen Welt an. Ich habe schon ein bisschen vorgearbeitet, damit es nicht zu langweilig wird für euch. Was ich schon herausgefunden habe, ist, wo ich gespawnt bin, war so ein Brunnen. Keine Ahnung, den werden wir mal hier stehen lassen. Und werden wir dann noch später erkunden, wo ist mein Haus? Da hinten habe ich schon mal angefangen, ein kleines Häuschen zu bauen. Ich glaube, dass es diese Richtung war. Ja, genau. Hier rauf und dann um die Ecke links. Ja, genau, ihr wisst es ja. Nein. Also wie gesagt, damit es nicht zu langweilig wird für euch, habe ich schon etwas vorgearbeitet. Eben mit dieser kleinen Hütte, mit dem, ja, Hütte, mit dem Kackhaufen hier begonnen. Toll, jetzt können wir uns noch ein Schwert craften, schnell, damit wir noch die Nacht im Bettchen verbringen können. Weil sonst holen uns die scheiß Monster, das wollen wir auch nicht, so. Da, zack, zack. Aber machen wir es gleich aus Stein, ist noch besser, zack, zack. So. Und wo sind die Schäfchen? Da sind die Schäfchen. Hallo Schafi. Na geh. Schafi, tschüss. So, er ist tot. Und jetzt müssen wir uns schnell überlegen, weil ich habe auf ganz schwer eingestellt. Und da überleben wir nicht so schnell. So, jetzt haben wir Wolle. Und jetzt ab schnell ins Bettchen. Schnell in die Hütte. So, rein mit uns. Gut. Man sieht, hell bin ich jetzt nicht gerade am Anfang, aber wir haben schon ein Bett. Egal. Gute Nacht. So. Ja. Das mit der Wolle tut mir jetzt etwas leid. Aber macht nichts. Ihr seht, die Hütte ist ein bisschen klein geraten. Ja, die Welt ist sehr kurios, muss ich sagen. Also ich werde euch dann noch ein paar Teile zeigen, da werdet ihr euch denken, what the fuck. Aber ich bin mir sicher, es wird euch gefallen. Und die Tonprobleme, warum ihr nur meine Stimme hört und die anderen Sounds nicht hört, das werde ich noch in den kommenden Folgen versuchen zu beheben. Tut mir jetzt schon mal leid, nur wie ihr seht, ich... So, entschuldigt, ich war kurz weg. So. Also, wie gesagt, wir waren bei den Tonproblemen, ja, das werde ich noch beheben. Ich bin da auch ein Anfänger in Let's Playen. Aber das werden wir schon schaffen. So, ich würde sagen, wir machen jetzt einmal eine Truhe, damit wir das unnötige Zeugs wegbekommen. Wenn schon, denn schon gleich eine große Truhe. So. Gleich hier hinher bauen. So, das verrottete Fleisch, das brauchen wir alles mal nicht, Leder. Alles mal weg, Sandstein, Sand. Brauchen wir auch alles nicht. So, gut. Kohle habe ich übrigens auch schon ein bisschen gesammelt. Also ich habe schon für euch vorgearbeitet, damit es nicht zu langweilig wird. Für den Anfang, aber das wird schon gehen. So. Was machen wir als nächstes? Ich würde sagen, wir holen uns mal Holz. Dazu brauchen wir eine Axt. Die craften wir uns schnell. So, los geht's. Da hinten haben wir ein schönes kleines Wäldchen. Da werden wir jetzt mal Holz abbauen. So. Und die Texture Packs am Anfang verwende ich jetzt einmal dieses hier, weil es gefällt mir trotzdem am besten. Ist halt meine Meinung. Aber ja, also wir werden das Texture Pack jetzt einmal verwenden und ich werde in den kommenden Folgen noch neue Texture Packs einbauen und vielleicht auch ein paar Mods versuchen, aber wie gesagt, ist jetzt mal der Anfang von allem. Und wir versuchen hier uns eine nette kleine Welt aufzubauen, würde ich mal sagen.
So, weiß soll's auch gleich. Genau so. Na, ab. Entschuldigt, wenn ich am Anfang nicht so viel rede, aber ich werde mich am Anfang ein bisschen noch zurückhalten, weil es ja auch erst eine neue Erfahrung für mich, Let's Play. So. Schweinchen, hallo. Und an dieser Stelle möchte ich gleich meine Freunde Mani und Get grüßen, die auch ab und zu Gäste sein werden hier bei uns. Also wir werden dann auch online spielen und die werden mir dann ein bisschen helfen. Und es wird eine ziemlich coole Sache werden. Also ich werde euch jetzt nicht zu viel versprechen, aber ich werde mich bemühen. Also es wird eine ziemlich geile Sache werden. So. Ja, lalalala, Fahrt, 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 ich weiß. Aber es gehört leider dazu. So. Ich glaube 64 reichen dann mal. So. Und wie viel? Einer noch. Gut, den bauen wir auch noch ab. So. Den auch noch. Man kann nie genug Holz haben. So. Scheinchen, Scheinchen. Na komm. So. Zuckerrohr werden wir uns auch gleich hier holen. Zack. So. In der Zeit werden wir uns auch eine Farm anlegen, also mit Getreide und Tieren. Ja. So, entschuldigt mal, ich muss selber den Ton kurz runterdrehen, weil sonst höre ich meine Stimme selber nicht mehr. So, entschuldigt. Gut. So, werden wir uns mal 2x64 machen. Dann werden wir das Haus weiter bauen. Genau. Ja, also warte mal, wo ist das Problem? So, dann mit 3. Dann werden wir hier aufbauen. So. Also ich würde für den Anfang mal sagen, eine kleine Hütte reicht sicher. Aber wir wollen da jetzt noch so. Genau. So, 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 so. Und so, so, so. Dann würde ich sagen, kommt hier oben so ein Längsfenster hin. Das sieht auch sicher schön mit der Aussicht dann nach hinten. Aber zuerst muss ich mal schauen, wie wir das jetzt machen. Hier haben wir 1, 2, 3. Hier haben wir 1, 2, 3. Das heißt 2 noch ran. Gut. Dann werden wir auf der Seite auch noch aufmachen. Ich hoffe natürlich auch, ihr könnt euch ein paar Tipps von mir holen, also die werde ich mit der Zeit auch einbringen. Mit der Zeit wird es auch lustiger. Ich muss mich am Anfang ein bisschen aufwärmen. Alles neu hier für mich. Aber das wird schon. So, ich glaube, das waren jetzt 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, da, genau. So. Bauen wir hier. Hoppala. Bauen wir das Ganze hier, so, 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 so. Aber wenn wir schon dabei sind, lassen wir das hier offen und werden so ein kleines Eckchen reinbauen. Oder werden wir